Am kommenden Sonntag, dem 26. November, laden wir wieder ganz herzlich zu einem Konzert in unsere Kirche ein. Das Motto des Konzertes lautet: Wachet auf! Ein starker Appell. Das Konzert findet am letzten Sonntag des liturgischen Kirchenjahres statt, dem sogenannten Ewigkeitssonntag. An diesem Sonntag wird klassischerweise der Verstorbenen des letzten Jahres gedacht. Auch wir wollen unser eigenes Ende bedenken. Wachet auf an einem toten Sonntag. Die Heilige Schrift ist voll von Darstellungen und Visionen der ewigen Herrlichkeit. Im Zentrum des Konzertes steht der bekannte evangelische Choral »Wachet auf, ruft uns die Stimme«. 1599 wurde er von Philipp Nicolai verfasst. Er fußt auf einem bekannten Lied des Meistersingers Hans Sachs. Im Choral wird das ewige Jerusalem dargestellt. Es wird diese Stadt als herrlich beschrieben. Erwartungsfroh dürfen wir unserem eigenen Ende entgegenblicken. Der Eingang in das himmlische Jerusalem wird mit einer Hochzeit verglichen. Christus als Bräutigam dargestellt. Am Programm dieses Konzertes stehen zwei großartige Kantaten bekannter evangelischer Komponisten. Das berühmte Stück »Wachet auf, ruft uns die Stimme« von Johann Sebastian Bach, eine Kantate für den letzten Sonntag im Kirchenjahr. Der große Eingangschor richtet in seiner prächtigen Instrumentierung und seiner rhythmischen Urgenz einen starken Appell an uns. Die gleichnamige Kantate von Dietrich Buxtehude, geschrieben für die Lübecker Marienkirche, steht ganz in der Tradition der norddeutschen Kompositionsweise des Frühbarock. Ein mehrstimmiges Streicherensemble tritt in den Dialog mit solistischen Vokalstimmen. Der letzte Vers mit dem Beginn »Gloria sei dir gesungen« ist am Reichtum an sprachlichen Bildern kaum zu übertreffen. Die beiden Werke realisieren wir hier in kleiner Besetzung. 8 Vokalstimmen, alle Instrumentalstimmen einzeln besetzt, in unserer feinen Akustik ein besonderes Hörerlebnis. Wir freuen uns auf zahlreichen Besuch.